Willkommen beim Angst- und Panik-Expertenrat, Ihrem 24-Stunden-Video-Ratgeberportal. Psychologische Beratung und Selbsthilfe bei Angst- und Panikstörungen. Hallo und willkommen. In der Behandlung der Krankheitsangst hat sich die kognitive Verhaltenstherapie bewährt. In den meisten Fällen ist eine vollständige Heilung möglich. Die Psychotherapie kann ambulant erfolgen. Wenn Sie jedoch schon jahrelang unter der Krankheitsangst leiden, dann kann es Sinn machen, einen stationären Aufenthalt in einer psychosomatischen Klinik ins Auge zu fassen. Ziel der Therapie wird es sein, Ihre übertriebene Krankheitsangst auf ein normales Maß der Besorgnis zu reduzieren, Maßnahmen zu ergreifen, um Krankheiten vorzubeugen, etwa in Form von Vorsorgeuntersuchungen oder gesunder Lebensweise, Ihrem Körper wieder Vertrauen zu lernen und ansonsten ihr Leben zu leben. Diese Ziele erreichen Sie durch eine Reihe kognitiver und Verhaltensstrategien, die Ihr Therapeut mit Ihnen erarbeitet. So wird Ihr Therapeut mit Ihnen sicherlich über Ihre grundsätzlichen Ansichten zu Krankheiten sprechen. Und Sie werden darüber sprechen, wie Sie generell Ihre Gesundheit sehen und bewerten. Wahrscheinlich wird Ihr Therapeut mit Ihnen auch erforschen, ob Sie als Kind Erfahrungen machten, die dazu beigetragen haben, dass Sie eine Überängstlichkeit vor Krankheiten entwickelt haben. Sie werden darüber diskutieren, ob körperliche Veränderungen immer ein Hinweis auf eine schwere Erkrankung sind. Sie werden darüber sprechen, welche Bedeutung Ihre häufig verspürten Symptome haben und erkennen, dass viele der Symptome ganz normale körperliche Reaktionen auf zum Beispiel emotionale Belastungen oder sorgenvolle Gedanken sind. Das heißt, Sie erkennen, dass es für Ihre Symptome noch andere, sehr viel plausiblere Erklärungen gibt, als die an einer schweren Krankheit zu leiden. Ihr Therapeut wird Ihnen sicher auch zeigen, welchen Einfluss Ihre ängstlichen und sorgenvollen Gedanken auf Ihr seelisches und körperliches Befinden haben, wie Sie durch Ihre ängstlichen Gedanken Ihre Symptome verstärken und wie Ihre Gedanken die Wahrnehmung Ihrer körperlichen Empfindungen beeinflussen. Und sicherlich werden Sie beide darüber sprechen, wie Panikgedanken zu Panikgefühlen führen und wie Sie Ihre Panikgedanken kontrollieren können. Sie möchten eine praktische Demonstration, wie sich Ihre Gedanken auf Ihren Körper auswirken? Bitte schön, hier ist sie. Sie sehen, ich habe hier eine Zitrone in meiner Hand. Ich möchte, dass Sie eine kleine Vorstellungsübung machen, in der eine Zitrone eine Rolle spielt. Schließen Sie bitte Ihre Augen. Haben Sie es getan? Wenn nicht, tun Sie es jetzt bitte. Und stellen Sie sich vor, Sie halten, wie ich eben, eine wunderschöne gelbe und saftige Zitrone in Ihren Händen. Nun nehmen Sie diese in Gedanken in die Hand und riechen daran. Sie können durch die Schale hindurch schon die Säure riechen. Nun schneiden Sie in Ihrer Vorstellung die Zitrone in zwei Hälften. Zitronensaft quillt heraus. Sie nehmen die eine Hälfte in die Hand
und riechen wieder daran. Nun können Sie sehr viel deutlicher die Säure riechen. Und nun stellen Sie sich vor, Sie beißen herzhaft in die Zitrone. Haben Sie sich das ausgemalt? Dann haben Sie Folgendes bei sich bemerkt. Ihr Mund hat vermehrt Speichel produziert und Sie haben Ihr Gesicht verzogen. Richtig? Dieses kleine Experiment zeigt Ihnen zweierlei. Ihre Gedanken und Fantasien sind Kräfte, die Ihren Körper veranlassen zu reagieren. Ihr Körper und Ihre Gesichtsmuskulatur haben so reagiert, als hätten Sie tatsächlich in die Zitrone gebissen. Sie haben sich so gefühlt und verhalten, als hätten Sie das getan, was Sie sich in Wahrheit nur eingebildet haben. Sie können ferner sehen, dass Ihr Gehirn nicht unterscheiden kann, ob Sie tatsächlich etwas erleben oder ob Sie sich nur einbilden, etwas zu erleben. Obwohl Sie ganz genau wissen, dass Sie sich das Ganze nur eingebildet haben, für Ihr Gehirn war Ihre Einbildung Realität. Daran können Sie erkennen, unser Gehirn verrichtet stumpfsinnig seine Arbeit wie ein Computer. Es kümmert sich nicht darum, ob etwas Realität oder Einbildung ist. Es verarbeitet jede Information so, als sei sie real. Deshalb ist es enorm wichtig, dass Sie Ihrem Gehirn nicht suggerieren, Sie seien durch eine lebensgefährliche Krankheit in Gefahr. Es glaubt Ihnen nämlich unbesehen, was Sie ihm vorgaukeln und leitet entsprechende Maßnahmen ein. Sie verspüren Angst und eine Reihe körperlicher Symptome. Ihre Gedanken und Vorstellungen spielen also eine wichtige Rolle und deshalb müssen Sie an diesen Ansätzen, um Ihre Angst vor Krankheiten in den Griff zu bekommen. Möglicherweise führt Ihr Therapeut mit Ihnen auch kleine Verhaltensübungen durch, mit deren Hilfe Sie spüren, wie Sie Ihre Angst erzeugen oder verstärken. Sie lernen dadurch, dass körperliche Missempfindungen zum Alltag gehören und nichts zu bedeuten haben. In einem weiteren Schritt gilt es, das Erlernte ins Verhalten umzusetzen. Sie lernen auf Verhaltensweisen zu verzichten, mit denen Sie bisher versucht haben, Ihre Angst in den Griff zu bekommen. Beispielsweise geben Sie Ihr Bemühen auf, sich immer wieder bei anderen Angehörigen und Ärzten rückzuversichern, dass Sie nichts Schlimmes haben. Sie lernen, sich selbst zu beruhigen und auf Kontrollverhalten, wie zum Beispiel das Messen Ihres Pulses, zu verzichten. Um wieder positive Körpererfahrungen zu machen, wird Ihr Therapeut Sie vermutlich auch ermutigen, Schonhaltungen aufzugeben und wieder aktiver am Leben teilzunehmen. Sport, um sich selbst wieder mehr zu spüren und den Körper zu stärken, und Entspannungstechniken wie die progressive Muskelentspannung zur Reduzierung der durch die Angst verursachten vegetativen Störungen stehen sicher auch auf der Empfehlungsliste Ihres Therapeuten. Eine andere therapeutische Strategie, die Ihr Therapeut Ihnen vielleicht vorschlägt, ist die Aufmerksamkeitslenkung. Durch Übungen lernen Sie, Ihre Aufmerksamkeit auf positive Themen in Ihrem Leben statt auf Krankheiten zu lenken. Wenn Sie extrem negative Vorstellungen von den Folgen der schweren Erkrankung haben,
wird Ihr Therapeut mit Ihnen vielleicht Vorstellungsübungen machen, in denen Sie sich ausmalen, dass Sie tatsächlich an einer schweren Krankheit leiden. Ihr Therapeut wird dann mit Ihnen über ein Thema sprechen, das Ihnen zunächst Unbehagen bereitet. Über das Leben und den Tod. Die Möglichkeit, an einer schweren Krankheit zu erkranken, besteht immer. Der Tod ist im Leben eine feste Größe. Geboren werden heißt automatisch auch sterben zu müssen. Diese Tatsache und die eigene Verwundbarkeit gilt es zu akzeptieren und damit zu leben. Und schließlich lernen Sie vielleicht auch Stressbewältigungsstrategien, sodass Sie Konflikte und Alltagsprobleme, die zu körperlichen Beschwerden beitragen können, in Zukunft besser lösen können. Im nächsten Video möchte ich Ihnen einen kleinen Vorgeschmack auf die Unterhaltung geben, die Sie und Ihr Therapeut vielleicht führen werden. Es geht um die Themen Sorgen, Vertrauen und Kontrolle. Bis dahin alles Gute, leben Sie wohl!